Der X-Technik Videocast. Smarte Produktion. Friedrich Pimpel hat vor nunmehr 27 Jahren sein eigenes Unternehmen mit dem Ziel gegründet, die innerbetrieblichen Abläufe bestmöglich zu optimieren. Mit seiner Softwarelösung Check It Before ist es möglich, alle gängigen Werkzeugmaschinen und die unterschiedlichen CNC-Steuerungen als digitale Zwillinge darzustellen und somit die reale in die virtuelle Welt zu transformieren. Für unsere Videocast-Serie Smarte Produktion konnten wir uns mit dem visionären Bereich der Fertigungstechnik ausgiebig über die Zukunft der digitalen Fabrik unterhalten. Hallo Fritz. Hallo Robert. Freut mich sehr außerordentlich, dass wir heute die Gelegenheit haben, ein bisschen über die Zukunft der Fertigungstechnik zu sprechen, zu philosophieren, wo die Reise hingeht, wie deine Ansichten sind. Zur Info für unsere Zuschauer und Zuhörer vielleicht, wir kennen uns seit über 20 Jahren, sind dementsprechend natürlich bei du. Und ja, bin gespannt, welche Themen wir heute erarbeiten. Schauen wir. Zu Beginn, Fritz, du hast 1996 dein Unternehmen gegründet. Vielleicht kannst du ein bisschen die Beweggründe erzählen, wie es dazu gekommen ist und was dich da angetrieben hat. Mhm. Ja, ich möchte vielleicht ein bisschen ausführen. Begonnen hat es eigentlich schon in den frühen 90er, also 91, 92. Da habe ich mich auf die Suche gemacht, weil da zum Beispiel noch ein Angestelltenverhältnis. Ich komme eigentlich aus der Werkzeugmaschinenbranche. Ich war lange Jahre als Anwendungstechniker für Werkzeugmaschinen tätig. Und in meiner Vorgeschichte für Mazak-Maschinen, und die haben immer so eine saubere Mazak-Trollsteuerung gehabt und jetzt nach wie vor, und es ist immer sehr schön, an die Maschinen zu programmieren und war sehr spannend, aber trotzdem haben wir schon gedacht, irgendwas muss man da wegkommen von der Maschine, weil die Maschine steht die ganze Zeit und man kann das zwar austoben auf der Steuerung, und das waren trotzdem also unsere Gameboys und Playstations, ja, du hast da einfach auf der Steuerung programmiert und hast verschiedene Sachen ausprobiert und das war sehr spannend, aber irgendwo haben wir dann gedacht, wir müssen weg von der Maschine mit der Programmierung und haben wir dann so Anfang der 90er Jahre, ich weiß nicht, da war die EMO in Paris, auf die Suche gemacht nach einem CAM-System und wir haben damals in den angestellten Verhältnis auch schon so definiert, dass ich mit denen jetzt einmal starte und mir irgendwann selbstständig mache. Das war eigentlich schon mit meinem damaligen Chef, dem Herrn Zuckup, den wir in der Branche sehr gut, damals auch schon so deklariert, dass wir das so machen und aber auch dann in weiterer Zukunft zusammenarbeiten. Und was ich auch sagen muss, ich habe das Glück gehabt, dass ich damals nach Japan reisen durfte, zum Mazak, da war ich vielleicht 22 in der Gegend. Da waren die ersten Multiplex an den Markt gekommen und natürlich die ersten sind nach Zentraleuropa gekommen und in Schweiz, Deutschland und Österreich. Und wir waren zu dritt, Schweizer, Deutscher, Österreicher, sind nach Japan gereist und sind dort auf die Multiplex geschult worden. Zusätzlich zu der damals schon sehr komplexen Maschine, Hauptspindel, Gegenspindel, zwei Revolver, beide noch oben zwar, aber doch schon zwei Revolver zum Bedienen, haben wir dazu und die Firma in Österreich einen Portalroboter damals schon gehabt. Und wir haben das damals in Betrieb genommen, hat einige Wochen gedauert, aber das hat mir so richtig, getaugt. Spannend eigentlich, weil wir sagen jetzt, Automatisierung muss kommen und so weiter. Wir haben das da zum Beispiel schon gemacht. Ja. Also darum sage ich, unser vor 30 Jahren eigentlich. Genau, ja. unser Fertigungsstandard ist sehr hoch schon mittlerweile, oder war schon immer sehr hoch. Und es war da zum Beispiel so eine richtige, finde ich, so eine Pioniersstimmung und auch auf der Bestimmung, wo man gesagt hat, ja, die CNC-Technik ist so richtig ins Rollen gekommen und alle haben Gas gegeben und das war richtig schön und ich bin eigentlich in der Zeit, habe das Glück gehabt, dass ich zum Arbeiten angefangen habe und in der Branche war und mir hat das auch irrsinnig getaugt und ich habe dort Nächte verbracht auf der Maschine mit der ganzen Portalroboter da und alles. Das war so, wir haben die Stangen von Anschmindel hinten eingeführt und dann haben Teile rausgenommen. Teile waren teilweise so komplex, dass wir nicht abstellen haben können. Da haben wir eine Schaufel genommen mit einem Wasser und Styroporkugeln haben so einfallen lassen. Also es war wirklich
eine schöne Zeit und eine schöne Aufgabe damals. Und aber wie gesagt, und bei diesen komplexen Maschinen haben wir gesehen, wie aufwendig es ist, einmal ein Programm einzufahren und schauen, dass alles passt. Und, also viel langer losgerissen, ja, kaum denkbar. Und das war eigentlich der Antrieb, einmal zu schauen, ob man sowas nicht extern betreiben kann. Und ich bin da zumal nach Paris geflogen, ne? Auf die EMA und habe das einmal da zumal für SmartCam entschieden. Das war ein amerikanisches Produkt, parallel zu MasterCam. Und die haben da zumal schon mehr Spindeln, mehr Revolver bewerkstelligen können, natürlich, als im klassischen Microsoft MS-DOS-System. Ja, und so denke ich, ist es begonnen. Und 96 haben wir dann selbstständig gemacht. Auch, der Hauptgrund war eigentlich das. Mit der gleichen Software? Trotzdem noch mit der gleichen Software. Und der Hauptgrund war eigentlich der, ich wollte eigentlich das alles so machen, wie sie gern hätte. Ja. Und das kannst du eigentlich nur in einem selbstständigen Verhältnis, nur machen, wenn du selbstständig bist und deine eigene Firma hast. Da kannst du entscheiden, okay, investiere jetzt, egal ob das gleich zu einem Erfolg kommt und ein Return of Invest in sehr kurzer Zeit ist, sondern ich mache es einfach, weil es mir Spaß macht. Und das war eigentlich der Hauptgrund. Ich gar nicht so der Fokus, mal dorthin zu kommen, wo wir jetzt sind, sondern einfach nur das so zu machen und so zu entwickeln, wie es ich gerne hätte. Das war der Hauptgrund. Der Philosophie einfach. Genau. Okay. Vielleicht auch ganz kurz, nicht ohne Grundsteigern, hier zwar Weingläser und super Wein. Ja. Du bist ja familiär mit Wein eng verbunden, dein Bruder oder Weingut. War das nie eine Motivation auch damals für dich, vielleicht in diese Richtung zu gehen? Damals nicht. Also wie ich die Entscheidung getroffen habe, eher in die technische Richtung, war es nicht so, weil du musst dir vorstellen, dass als Jugendlicher in einem landwirtschaftlichen Betrieb so viel Arbeit, monotone Arbeit im Weingarten, also da zählst du die Minuten. Ja, und da haben wir gedacht, das ist nichts für mich. Und mich hat es immer schon interessiert. Es sind da immer Maschinen zum Reparieren, Motoren und so weiter. Und das hat mich immer mehr interessiert. Und ich habe mir zum Beispiel mit 12 Jahren schon mein eigenes Moped selbst zusammenbastelt und schon gefahren. Und also das war damals auch noch nicht so mit der Polizei. Und das war überhaupt kein Problem. Okay. Aber ja, ich bin eigentlich ein Benzinbruder. Ja, okay. Und ich habe dann auch Kraftfahrzeugbau gemacht hinterher. Die HTL gemacht? HTL, Kraftfahrzeugbau, ja. Ich wollte eigentlich Mechaniker werden und mein Vater hat gesagt, okay, mach mal die HTL und dann kannst du immer noch Mechaniker werden. Also der hat mir das eigentlich, er hat gewusst, dass dann nichts mehr wird mit Mechaniker, aber ich war schon so naiv und habe geglaubt, ich werde dann noch Mechaniker. Ja, war eigentlich so und eigentlich bin ich Motoren, Kraftfahrzeugbau hat mich immer sehr interessiert. Aber im Endeffekt, wir produzieren jetzt auch wieder Teile für die Automobilindustrie, so gesehen ist ja nicht so weit weg. Mhm. Und ja, aber mit den Jahren war es dann schon so, dass man gedacht hat, eigentlich ist das ein schöner Beruf. Ja, im Weingarten, ich habe das Glück, mein Haus ist mitten in den Weingärten, so ist sicher jeden Tag, was da gemacht wird, jedes Jahr im Frühjahr, sicher wie die Traumreifen und eigentlich ist das eine sehr schöne Arbeit in den Weingärten, weil dort entsteht ja eigentlich die Qualität. Hilfst du damit, nehme ich an? Dann. Ja, nicht mehr so viel, früher mehr mitgeholfen, jetzt geht es leider nicht mehr, aber ich hoffe, dass ich vielleicht einmal irgendwann wieder mehr Zeit habe, wie das mit dem Thema arbeiten kann. Und ja, Wein ist also die Pension ist gesichert sozusagen. Ja, genau. Okay. Wein war für mich immer schon ein Thema, ist ein Hobby. Ja. Und meine ganzen Freunde sind Winzer, kommen aus einer Winzerfamilie. Also so gesehen, ja, die Freizeit geht viel beim Super. Wein und mit dem Wein. Ja. Kommen wir vielleicht ins Hier und Jetzt. Uns beschäftigen viele Themen aktuell. Ja. Wir haben jetzt nicht so florierende Wirtschaft aktuell in die Industrie stockt ein wenig. Was sind deiner Meinung nach die größten Herausforderungen, speziell jetzt im Bereich der Fertigungstechnik? Wo liegen die? Ja, grundsätzlich, ja, wir haben jetzt die Wirtschaft stockt ein bisschen, aber das kennen wir ja so alle 8 Jahre, ist so der klassische Zyklus. Jetzt mit der Pandemie hat es vielleicht noch ein bisschen eine Verschiebung geben oder vielleicht dann hinterher noch so einen Riesenhype geben. Und dafür ist der Opfer ist vielleicht ein bisschen stärker. Wird sie wieder fangen. Also das ist sicher nicht so das Problem. Die Problematik ist ja schon länger am Tisch. Das ist einfach unser Facharbeitermangel.
Und dieser Change jetzt von der klassischen Fertigung, wie man es bis jetzt gewohnt war, und das ist ja schon sehr lange ohne viel große Änderungen. Wir haben ja gesagt, vor 30 Jahren haben wir schon einen Portalroboter auf einer Multiplex mit mehr Spindeln gehabt und so. Also da hat man vielleicht ein bisschen was verabsäumt, da schon sich die ganze Fertigungsinfrastruktur zu verändern. Wir reden jetzt von Digitalisierung, vor allem von Industrie 4.0 geht und so. Das ist ein bisschen zu langsam passiert, meines Erachtens. Ich kann mich auch täuschen, ist halt meine Ansicht. Und da ist jetzt die Herausforderung, diese Hürde zu nehmen. Also ich will jetzt gar nicht sagen Hürde, sondern diese Transformation schön langsam jetzt beginnen, nicht warten, bis irgendwas kommt, wo man sagt, ja, das ist jetzt, und jetzt da haben wir einen Hebel um und dann sind wir ein bisschen mehr digitalisiert und automatisiert, sondern dass man auch schon in die Richtung geht und schon klar was anfängt, weil wir müssen uns einmal vorbereiten dafür. Ja. Und dann, glaube ich, ist auch das Thema Facharbeiter, der Facharbeiter wird dann anders definiert. Ja. Wir suchen nur immer den klassischen Facharbeiter, wie wir ihn vor 20 Jahren gehabt haben, und das, glaube ich, ist auch ein Fehler. Und dieses Umdenken, das fängt schon auch in der Ausbildung an, in neue Berufschancen und neue Berufe zu entwickeln und die Leute dort näher hinzubringen, die jungen Menschen. Und ja, das ist die Herausforderung, die sich, und ist aber nicht ein Problem, ja, sondern ich finde es sehr spannend oder sehr, sehr, sehr interessant. Ja. Ich glaube, dass jetzt nochmal so ein Umbruch kommt und so eine spannende Situation, wie dort zum Beispiel, was ich anfangs geschildert habe, vor 30 Jahren mit dieser tollen Maschine und automatisch, schon automatisiert und auch für junge Leute, die Herausforderungen, die jetzt kommen, sind voll spannend. Ja. Du sprichst die Ausbildung an. Da haben wir natürlich Systeme, das duale Ausbildungskonzept mit einer Lehre, mit Berufsschule parallel, wir haben auch die HTLs, wir haben Fachhochschulen. Was muss ich dann tun? Was sollte ich da noch ändern? Ich finde überhaupt, dass man schauen muss, deckt man alle Berufe ab? Ja? Wir haben so HTL-Maschinenbau, HTL, Kraftfahrzeugbau, Mechatronik und so. Mhm. Wie war es einmal mit einer Ausbildung in Zerspannung? Ja? Mhm. Zerspannende Fertigung, mehr spezialisiert, mehr fokussiert. Muss vielleicht gar kein HTL sein, aber vielleicht also eine mehr berufsbegleitende Ausbildung. Ja? Das heißt, man lernt. Die Lehre ist noch nicht genug, die Lehre zum Zerspannungstechniker. Bitte, Entschuldigung. Die Lehre zum Zerspannungstechniker gäbe es ja. Ja. Ja, also dem würdest du ein bisschen höher stufen. Ein bisschen advanced, so ja. Richtung HTL oder vielleicht auch ein Zwischending. Weil ich finde, wenn man schaut, wenn man jetzt an so einen Facharbeiter hernimmt, das beginnt ja die Zerspannung, Leute, das schon kennt, die Maschinen. Und der hat eigentlich die besten Ideen, wie kann man was schneller machen, wie kann man was automatisieren. Und da brauchst du gleich mal, wenn du die Möglichkeit hast, ein Stück Software zu schreiben, ja, ein Skript zu machen, was da die Dinge vereinfachen und so weiter. Das ist genau das, was zusätzlich braucht. Das heißt, ein bisschen mehr Ausbildung in Richtung IT, obwohl er Zerspannung macht, ja, das geht sehr gut. Und vor allem auch ein bisschen Richtung Matura-Niveau. Oder vielleicht muss gar nicht so weit gehen, aber das wäre sehr gut. Einfach breiter aufgestellt, genau. Auch in der Informatikwelt sozusagen. Ja, genau. Digitalisierung. Genau. Okay. Glaubst du, dass, weil du gesagt hast, wir müssen das Thema jetzt schon langsam angehen? Ja, du sagst selber, wir haben es ein bisschen verschlafen. Was müssen Firmen tun, um irgendwie Software einzuführen, um diesen Prozess zu starten? Was würdest du den Firmen raten? Also grundsätzlich bei einer Software-Einführung bin ich der Meinung, muss man ein bisschen, es ist ja meistens ist ja ein Grund da, warum man nach Software sucht. Ja, es schmerzt irgendwo oder man will es schneller machen, besser machen. Und somit machen wir sehr oft die Suche nach einer Software. Ja. Und da finde ich es ganz wichtig, dass man hergeht und auch den Lieferanten oder die Lieferanten auch anhört, ja, so kleine Workshops macht und ein bisschen über das jetzige Problem hinausschaut. Weil ich habe das sehr oft erlebt in der Vergangenheit. Man hat eine Software gesucht, hat das eine Loch gestopft, ja, aber in 2-3 Jahren sind andere wieder aufgegangen und man hat aber nicht weitermachen können, weil das war zu auf das fokussiert und somit
hat man wieder sich auf die Suche gemacht. Das heißt vielleicht, dass man jemanden von außen hernimmt, der das Ganze auch betrachtet, einen Workshop und dementsprechend Tipps gibt und andere Ideen einbringt und dann die Sichtweise ein bisschen größer wird. Man darf es nicht dann zu viel auf einmal machen, aber bei der Umsetzung des speziellen Dings nie das Gesamte aus den Augen lassen. Dass man irgendein größeres Bild aufmalen und das, was man jetzt da momentan erledigen möchte, schon auch in die Richtung, dass man dann weitermachen kann. Also auch nicht zu schnell vielleicht entscheiden, sondern den Prozess ein bisschen verlängern oder... Einfach mehr umhören, mehr Meinungen einholen und nicht nur auf dieses, dass man sagt, einfach, man setzt sich hin, schaut sich einmal den Betrieb an, wie laufen die Sachen ab, was hat man vor in den nächsten 5 Jahren und so, dass man ein Konzept aufstellt, ein kurzfristiges und ein längerfristiges. Mhm. Und dass man das Kurzfristige dann auf das Längerfristige skalieren kann. Mhm. Oft ist es ja ein Problem, speziell in den letzten Jahren, wenn die Betriebe voll viele Aufträge haben, ja. Dass eigentlich gar nicht die Zeit haben oder sich die Zeit nehmen entsprechend, da zu evaluieren, zu schauen, über den Tellerrand hinaus zu blicken, oder? Ist es jetzt vielleicht nur eine bessere Zeit, wo vielleicht die Auftragssituation nicht so gut ist? Ist eine bessere Zeit, passiert auch teilweise, aber oft ist dann der Mut zum Risiko nicht da, was zu investieren. Ne? Das ist dann auch immer so die Sache und jetzt wäre natürlich die beste Zeit, weil da kann man sagen, so, weil da weiß man ja ungefähr, wo waren die Engpässe, wo hat es gekappert und kann dann, hat es Zeit, um die gewisse Dinge zu ändern, dass wenn es wieder die Wirtschaft wieder anläuft, dass man besser dasteht. Aber natürlich, und das ist auch logisch, wenn es nicht so gut läuft und du musst schauen, wo kriegst du die Aufträge her und so weiter, bist du auch wieder nicht im Kopf so frei, dass du sagst, so jetzt stimmen wir einen Plan auf und investieren in Software und Softwarelösungen. Aber der in der Lage ist und das machen kann, ist natürlich dann, wenn es wieder losläuft, besser gerüstet. Ja. Das ist schon Fakt. Ja. Du hast ja berichtet, wie der Start war. Das war im Bereich CAM-Systeme, CAD-CAM. Mhm. Wo liegen heute eure Schwerpunkte? Wo sind dann auch deine Wege in die Zukunft? Wo soll es hingehen mit der Pimpel GmbH? Also wir haben ja, du hast es richtig gesagt, ja mit CAD-CAM begonnen, wobei immer CAM größer geschrieben war bei uns wie CAD. Ja. Weil es war damals, ich habe das gesehen, dass da ist viel mehr Potenzial drinnen und für mich war es auch viel interessanter, weil ich aus der Welt komme. Mhm. Klassisches CAD dann zu implementieren ist, ja, war auch herausfordernd, aber dann mit den ganzen CAM in die ganze Fertigungsindustrie, mit den Maschinen einzutauchen, das war schon nochmal spannender. Und wir haben, ich habe ein bisschen herumgestöbert in deine Auflagen und bin zurückgegangen bis 2003 und habe die Ausgabe 3 gefunden. Ja. Okay. Und in der Ausgabe 3 haben wir schon ein einseitiges Inserat gehabt und da war schon über Mehrkanalmaschinen und bis zu 22 Achsen das Thema und auch das Thema B-Achse Milton-Maschinen. Das heißt, da haben wir schon, waren wir schon so weit und haben die Maschinen supportet. Da haben wir auch die Kooperation mit EMCO damals begonnen, da ist die Hyperturn. Erst damals waren die ersten Prototypen bereits da. Und da sind wir eigentlich schon in das Thema eingetaucht, was eben komplexere Maschinen sind. Das aber mit Esprit. Mit Esprit, genau. Haben wir schon Esprit gehabt, wir sind Rieseler mit Esprit seit 98. Und wie gesagt, da haben wir uns schon um diese Thematiken gekümmert. Das war das eine, sehr komplexe Maschinen. Und das zweite Thema war immer schon das, die Systeme miteinander kommunizieren zu lassen. Das heißt, man hat immer wieder gesehen, es sind Softwarelösungen installiert worden, die sehr gut waren, aber kaum hat jemand über den Tellerrand geschaut. Das heißt, dass man dann sagt, so jetzt habe ich jetzt das CAD, da habe ich das CRM, dann habe ich ERP oder so. Wie kann man die vernetzen, wie kann man die kommunizieren lassen, damit man nicht immer wieder dasselbe halt macht. Ja. Das war auch schon immer ein wichtiger Fokus für uns. Ja, und so hat sich das Ganze entwickelt, dass wir eigentlich ums CAM herum eigene Module entwickelt haben. Und 2004 schon eine eigene Softwareabteilung bei uns gegründet haben, wo reine Entwickler sitzen. Entwicklungsleiter kommen da aus einem Maschinenbau heraus. Ja, mhm. der,
Der war bei der Firma Weingärtner tätig und hat dort eine Steuerung implementiert und auch Software für die Steuerung geschrieben und so weiter. So haben wir eigentlich sehr tiefes Steuerungs-Know-how bei uns in der Firma. Und da haben wir eigentlich ums CAM herum, also wir haben CAM nie nur das Erstellen eines Werkzeugweges gesehen, sondern eigentlich war das eigentlich im Fertigungsumfeld immer schon versehen mit Applikationen, die mit anderen Systemen kommunizieren und so weiter. Und das war immer schon ein Fokus. Das heißt, das eine sehr komplexe Maschinen und das andere halt integrierte CAM-Lösung in einer Fertigungsindustrie. Die zwei Standbeine waren immer schon drauf, seit Beginn der 2000er Jahre. Und mit dem Ganzen haben wir dann gesehen, irgendwo, es braucht noch was. Ja. Das heißt, es ist noch nicht zu Ende mit dem CAM, sondern wir gehen dann an die Maschinen und haben eigentlich einen ASCII-Code. So, wir kommen von einer 3D-Welt, ja, Konstruktion, CAM, dann wird das zusammengepresst auf einen ASCII-Code und das schickt man in die Maschine rein und der Maschinenbediener steht dann dort und sieht nur mehr Koordinaten und fährt eigentlich mehr in Blindflug auf das Werkstück zu. Und da haben wir gedacht, um das Ganze zu optimieren, schneller zu machen und einfacher zu machen, braucht es noch was. Das heißt, wir haben gesagt, wir müssen den NC-Code noch irgendwie darstellen. Und ja, die eine Möglichkeit war dann eben, einen NC-Code zu simulieren. Und haben gesagt, ja, das ist auch wieder nicht das Wirkliche, weil im Endeffekt ist ja wieder ein Interpreter, der wieder vom Werkzeuggeometrie zurück auf die Achsen rechnet und die Simulation ausführt. Also die ganzen speziellen Zyklen, die auf der Maschine laufen und so weiter, die wieder rückzuübersetzen, ist ja Physifusarbeit, ja, und bringt im Endeffekt nichts. Und gibt es schon mal. Also das war nicht unser Fokus. Wir haben gesagt, wir brauchen die Steuerung an Bord. Ja. Und der Herr Stadler, Karl Stadler, der Entwicklungsleiter, hat zu mir gesagt, ja, in der Weingärtner Zeit habe ich einen Dr. Menzel kennengelernt bei Siemens. Und der hat schon dazu mal gesagt, es läuft bei Ihnen ein Projekt, dass die NC-Software der Siemens, das ist in Amerika, 840, auch auf dem PC lauffähig ist. Ja. Und dann haben wir den kontaktiert und der hat gesagt, ja, das passt gerade, wer sucht zwei Pilotpartner. Ja. Und da war es eben das Thema dann, wir machen einen digitalen Zwilling. Ja. Einfach, weil wir die Steuerung ins Laufen kriegen auf dem PC, dann die Kinematikachsen damit zu verbinden und das weiter zu machen, das ist Arbeit, aber das haben wir im Griff. Ja. Wir haben 2004 dazu gestartet, einen digitalen Zwilling zu entwickeln. Wir haben dann gesagt, virtuelle Maschine, was mir nach wie vor besser gefällt. Ja. Ich kann das Wort digitale Zwilling nicht mehr hören an der Stelle. Das ist eher ein Marketing-Slogan schon geworden. Ja. Und also die Idee war eigentlich, die Werkzeugmaschinen in die Arbeitsverarbeitung zu holen. Kein Programmierer, sie haben die Werkzeugmaschinen am Tisch stehen und sagen, so, alles was du jetzt gemacht hast, kannst du dir jetzt anschauen, wie die Maschine tickt. Ja. Und das und also ein guter bildlicher Vergleich, da gefällt mir. Ja. Und das ist erstens einmal für den Programmierer einmal beruhigend, wenn er dann heimgeht und das läuft vielleicht noch in der zweiten Schicht, dritten Schicht, dass er sich das, was er gemacht hat, läuft aus der Steuerung. Ja, es kann vielleicht jetzt noch einen Vorschub dazu legen, technologische Daten, dass das vibriert und wie auch immer, aber da sind die Facharbeiter dann auch da, die können sich da ein bisschen abhelfen. Aber es ist, der Syntax ist gecheckt, die Software-Limits kommen zurecht, das Werkstück schaut so aus, wie er es auf der CAM-Simulation gesehen hat, und es gibt keine Kollision. Also die Sachen hat er dann somit abgedeckt und wir haben unseren ganzen Prozess noch um ein Glied erweitert. Ja, und das war uns wichtig. Und wir haben uns auf 4 gestartet und Ende 2005 haben wir die erste Version verkauft. Okay. Das war eigentlich. Wer war der erste Kunde? Firma Schuller-Beckmann. Okay. Mit einer Weingärtnermaschine. Also kein kleiner sozusagen. Genau. Okay. Das war spannend, weil wir haben das auf der Messe präsentiert, auf der Intertool. Und die Leute haben mir gesagt: Ja, was ist da jetzt für ein Unterschied? Kann sie das immer so? Und dann haben wir versucht zu erklären und gemerkt, dass irgendwo. Noch nicht gefruchtet damals. Nicht so gefruchtet, richtig. Ja. Und dann ist ein Mitarbeiter für der Firma Schuller-Bleckmann vorbeigegangen und die Stimmblin hat sich das angeschaut und ich wollte es ihm erklären. Und er sagt, ja, ich weiß schon, was das ist, genau das brauchen wir. Okay. Fertig. Und dachte, okay, der hat es gesehen. Super. Das war ein Highlight damals, ja.
Ja, und dann ist da hingegangen und somit haben wir dann einen Namen kreiert, ja, und da hat uns eigentlich eher, der unser ganzes Serie gemacht hat, der Nick Eberstaller, den schätze ich ja sehr als Künstler, der hat dann... Der hat Jacket Before erfunden. Ja, und vor allem der kommt nicht von der Branche, der hat sich einfach mit mir und unterhalten und zwei Tage später ruft er mich an und sagt, ich hab's, ja, Jacket Before. Unglaublich. Okay. Ja, und das ist eigentlich unser zusätzliches Standbein ist geworden und das hat sich jetzt über die Jahre so entwickelt. Wir waren eigentlich, sagen wir so, der Zeit voraus mit der virtuellen Maschine, aber es hat doch sehr viele Firmen gegeben, die schon in frühen Jahren den Mehrwert erkannt haben und da investiert haben. Und so ist das Ganze ins Laufen gekommen mit Jacket Before und jetzt mittlerweile ist es schon eine sehr wichtige Komponente bei uns im Betrieb. Ja. Gekommen. Euer Slogan ist Get the Workflow. Ja, das war eigentlich auch in die Anfang 2000er. Haben wir gesagt, wir brauchen das war eine Pimpel GmbH, wir brauchen irgendwas. Und dann auch die Geberstaler, der uns gemacht hat auch mir angehört, was wir so machen und wo mein Fokus ist und so weiter. Und dann habe ich gesagt, eigentlich ist halt das im Logo dann dieser Eddy, nennen sie das, dieses Windrad, das eigentlich Bewegung darstellen soll. Und Get the Workflow ist, wie ich eingangs schon erwähnt habe, dass wir auch uns sehr stark immer fokussiert haben darauf, dass wir die Systeme miteinander vernetzen und die Daten an Fluss kriegen. Ja. Und so ist es ein bisschen zweideutig, Workflow und Get the Workflow hat ein bisschen zwei Themen. Ja. Beides sehr gut für dich. Danke. Das heißt, Check It Before verbindet oder transformiert die reale in die virtuelle Welt. So würdest du das ausdrucken, oder? Ja. Ja, kannst du das nur mal ein bisschen verfeinern? Die Idee ist ja, und wir reden alle von Digitalisierung und irgendwo, man muss ja irgendwann mal ein Bild aufmalen, was ist Digitalisierung oder wo wollen wir eigentlich hin? Ja? Das ist ja oft gar nicht so, meines Erachtens kommt das oft gar nicht so zu tragen, was sagt immer digitalisieren, ja, was macht man? Ja, machen wir unten einen Monitor hin und schauen PDF-File an. Ja? Das ist für mich eine Digitalisierung, das ist klassisch RT. Digitalisierung heißt, ich muss meinen ganzen Fertigungsablauf einmal virtuell darstellen können. Das ist, da kann ich schon im Vorfeld, das Ganze sollte eigentlich der ganze Fertigungsablauf einmal durchsimuliert werden. Um das zu machen, muss ich eigentlich mein ganzes Environment. Vom Rohmaterial zum fertigen Werkstück. Und um das zu machen, muss ich mein ganzes Environment einmal digitalisieren. Das heißt, ich muss vom Schraubstock angefangen, über die Werkzeuge bis hin zu meiner Werkzeugmaschine einmal digital abbilden. Ja. All die Möglichkeiten haben wir in Jacket Before. Das heißt, wir können relativ einfach Werkzeuge dreidimensional implementieren oder darstellen. Wir können einen Schraubstock nicht nur als Step-File, wo ich die Bocken verschieben kann, sondern da werden wirklich Achsen einbaut mit Achslimits und der zentrisch war spannzentrisch und hat das genau die Software-Limits und weiter. Das alles kann ich im Jacket Before machen. Plus natürlich die ganze Werkzeugmaschine. Und das ist eigentlich was... Die Daten bekommt es von den Herstellern dann. Genau, die Daten bekommt es von den Herstellern und nicht nur die deinen Solids, ja, sondern auch, was ganz ein wichtiger Punkt ist, bei der Werkzeugmaschine ist ja die Steuerung selber. Ja, die Steuerung, nicht nur die Steuerung, sondern auch, wie ist die Steuerung konfiguriert, ja, und welche Zyklen laufen da drauf. Also wir sagen dazu die DNA der Maschine. Das ist eigentlich, also es gibt das Kinematikmodell, es gibt die Steuerungskomponente und die DNA der Maschine. Die ganze Parametrisierung, die Zyklen, das ist das, was wir vom Maschinenhersteller kriegen und das ist eigentlich für mich der digitale Zwilling. Ja. Unser Jacket Before ist nur die Plattform, das ist eigentlich nur ein Lebensraum für die digitalen Zwillinge. Ja. Okay. Ist jetzt ein bisschen komisch ausgedrückt, aber kann man sich so vorstellen. Ja. Die finden da, um zu existieren, finden es in unserer Plattform. Ja. Wie soll ein Werkzeugmaschinenhersteller einen digitalen Zwilling liefern anderen Kunden? Muss ich jetzt eine Software entwickeln? Ja, oder, da bin ich der Meinung, das braucht es nicht. Das ist einfach ein Package, Maschinenkinematik, vielleicht schon mit den Achsen drin verbaut, die DNA der Maschine fertig. Ja. Wir im Jacket Before haben die Plattform,
haben die Connection zu den einzelnen Steuerungen. Mittlerweile haben wir die 840, die sind wir geworden. Die Heidenhain 35, 640 und die Fanuc. Ja. Mhm. So, und da haben wir die Connection dorthin und der Maschinenhersteller braucht eigentlich nur sein Maschinenkinematikmodell liefern und die DNA der Maschine. Mhm. Das ist sein Beitrag und das ist eigentlich der wichtigste Beitrag, ja, weil das ist genau der digitale Zwilling von der Maschine, die der Kunde A, B, C kriegt. Ja. Mhm. Aber ihr unterstützt den Kunden dabei, das alles quasi in den Lebensraum einzubringen? Genau, ja. Genau. Das ist unsere Aufgabe, auch, dass man sagt, und wir haben versucht, die Software so einfach, so intuitiv wie möglich zu machen, ja, mit den notwendigen Funktionalitäten zu versehen, aber nicht zu viel. Ne. Das heißt, ihr seid komplett herstellerneutral. Mhm. Ihr kennt alle Steuerungstypen, oder nicht die meisten oder die gängigsten Steuerungstypen, alle Werkzeugmaschinen und Werkzeuge, Spannmittel etc. Genau. Ja. Also es gibt nichts, was nicht kennt. Genau. Okay. Seid ihr die Einzigen am Markt? Ja, zurzeit sehe ich keinen Mitbewerb, ja. Wahnsinn. Weil, ich meine, es gibt, gerade was die virtuelle Maschine anbelangt, es gibt schon welche am Markt. Und ich habe gesagt, damals, vielleicht habe ich es noch nicht erwähnt, wie wir den Dr. Menzel getroffen haben, gesagt, der sucht Pilotpartner. Da hat er zwei Pilotpartner gesucht. Das eine war die Firma Index. Und die zweite waren wir. Und beide hätten die Kombination haben sollen, Softwarehaus plus Maschinenhersteller, weil Softwarehaus wegen Softwareentwicklung, Maschinenhersteller wegen der Steuerungskenntnis. Und wir haben das damals gestartet. Wir haben eigentlich auch schon die Steuerungskenntnis bei uns im Haus gehabt. Also, somit haben wir nicht wirklich einen Maschinenhersteller gebraucht. Index hat seine Lösung am Markt gebracht und wir haben unsere Lösung am Markt gebracht. Beide funktionieren sehr toll. Index ist halt natürlich nur fokussiert auf seine Maschine. Für uns ist egal, ob das welcher Hersteller, mittlerweile welche Steuerung. Mhm. Ja, wir haben noch nicht die Mitsubishi und die Mazak an Bord. Das wäre ein Ziel für uns, aber so Fanuc, Heidenhain, Siemens. Okay. Jetzt sagen natürlich viele Kampfsysteme, Esprit genauso. Wir haben eine Simulation integriert. Und viele Endanwender, so kriege ich sie oft mit, sagen dann, das genügt mir. Wie argumentierst du dann? Ist genügend gut genug für uns in Zentraleuropa? Ja? In den meisten Anwendungen genügt es. Ja, was heißt das? Ja, schon, wenn ich das. Ich weiß nicht, ob man das sagen trauen soll, aber es klingt ein bisschen amateurhaft. Ja. Okay. Weil das eine schließt das andere nicht aus. Ja. Klar, in dem Moment, wo ich einen Werkzeugleger stehe und schaue und im Kamm tätig bin, braucht es eine gute Kamm-Simulation, ja. Und hat eine Daseinsberechtigung, ist ja ganz wichtig. Aber wir wollen einen Schritt weiter gehen. Ja. Wir wollen ja danach, ja, dann passiert ja noch was. Dann passiert ein Postprozessorlauf, dann werden Zyklen ausgeben. Ja, ich habe kein G1, G2, G3 mehr im NC-Code. Speziell, wenn man sich die Maschinen anschaut, wie AWF-Fehler, Weingärtner, da siehst du kaum G2, G3 oder G0 im NC-Code drinnen. Ja. Das ist schon fast schon ein bisschen Hochsprachen-Elemente, die da drinnen vorkommen. Und, wie wirst du das mit dem Kampf im Vorfeld simuliert haben? Ja? Also das ist nicht realistisch. Mhm. Und ich muss sagen, wir im Esprit, ich meine, ich habe es vorher eingangs erwähnt, da haben wir die 2003 schon gehabt, haben wir mit B-Achsen simuliert, ja? Mehrkanalmaschinen simuliert. Wir haben eine der besten, wenn nicht die beste Simulation im Esprit. Und klar, bei gewissen Präsentationen, wenn wir dann hinterher dann unser Checker wie vorne herzeigen, hast du wieder Haupt. Sehr Simulation so schlecht, wenn wir das dann brauchen. Ja. Ja. Und wir haben gesagt, wir brauchen da unbedingt was. Ja, wenn wir keine oder eine schlechte Simulation hätten und wir machen das, dann kann man sagen, ja, die brauchen das, weil die haben keine gescheite Kampfsimulation. Das ist nicht der Fall, sondern wir haben gesehen und ich weiß noch, damals
wie wir begonnen haben, die Mildherrnmaschinen zu programmieren und zu supporten, hat es geheißen, ja, das wird sich nicht durchsetzen, das Mildherrn. Ja. A, für die Serie zu langsam, B, für Einzelteile zu komplex. Ja. So, was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, okay, wie gehen wir das Komplexe weg? Ja? Wie gehen wir die Angst weg? Wie kann man einem Mitarbeiter sagen, okay, schau, das, was du gemacht hast, das läuft jetzt, indem wir einen digitalen Zwilling dazwischen setzen, zwischen der realen und der CAM-Simulation. Weil wenn man sich dann schaut, wenn der Zyklus ausgeben wird, geht das jetzt wirklich oder geht es nicht? Ja? Ich meine, das ist eins der Beispiele, was es braucht. Das zweite ist, wir wollen in Richtung Digitalisierung gehen. Ich komme nicht darum herum, dass ich die Maschinen in die Arbeitsvorbereitung bringen und das ganze Environment zusätzlich. Ja. Und die dritte Komponente ist, ich kann ja das Produkt genauso für die Ausbildung hernehmen. Das heißt, ich kann einen Facharbeiter darauf ausbilden und sagen, schau, was ist, wenn es dann Zyklus 800 eingibt, schau, wie die Achsen und die schwenken, wo geht der Koordinatensystem hin, was ändert sich da und. Ja. Und wenn wir gerade den Zyklus 800 ansprechen, es gibt zig Möglichkeiten, den zu definieren und die Maschine reagiert anders. Ja. Ich schreibe da einen Parameter um und der NC-Code macht ganz was anderes. Ja. Also da zu behaupten, die CAM-Simulation ist ausreichend, ja, ist ja. Ja. Du hast natürlich schon einige Vorteile jetzt aufgezählt von Jacket bevor. Vielleicht kannst du es nur mal definieren, so wirklich fixe Bausteine, wo man jeden mitgeben kann. Warum sollte man so eine Simulation oder virtuelle Maschine betreiben? Ja, ich meine, da gibt es sehr viele Aspekte, ein paar habe ich schon erwähnt. Das eine ist zum Beispiel für die Ausbildung, ja, Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern, weil er kann wirklich an der Anlage hergehen und kann, ich sage jetzt die Anlage dazu, aber eigentlich mit dem System hergehen, seine Programme prüfen, er kann einmal schauen, was macht die Maschine, wenn ich das und das mache und wie soll der NC-Code ausschauen. Das ist das eine. Das zweite ist, klar, Kollisionsvermeidung, und da muss ich sagen, ist ein Beiwagen. Ja. Wir gehen gar nicht so auf das, dass ich sage, wir eine Kollision vermeiden. Ja. Das ist ein Beiwagen. Wichtig ist immer eher, dass mein NC-Programm geprüft ist, bestmöglichst geprüft ist, bevor es in die Fertigung geht. Ja. Da geht es ja um einen Syntaxfehler, da geht es um Software-Limits, die angefangen werden können und. Also, Optimierung? Optimierung klarerweise. Wir haben die Zykluszeit ist wirklich eins zu eins die Zeit. Wir haben die ganzen Beschleunigungen, Verzögerungen von den Achsen mit dabei. Das heißt, die Zykluszeit ist eins zu eins die dann auch in der Fertigung erreicht wird. Ja. Dann kann ich natürlich optimieren. Ich kann viel besser feinplanen, ja, weil gerade wenn du einen Trochetalzyklus hernimmst, wo ständig beschleunigt und bremst wird, ist jede CAM-Simulation kann da unmöglich da die Zeit realistisch ausgeben, weil ich gehe Maschine A, B, C und habe andere Zeiten. Das ist das eine. Und eigentlich der Riesenvorteil, den ich ja sehe und der vielleicht da viel zu wenig fokussiert wird, ist bei Neuanschaffung von Maschinen. Ja. Das heißt, in der Regel ist da der Return on Invest ist bereits dann, wenn die Maschine zum Laufen beginnt. Ja. Weil du musst dir vorstellen, du kannst 2-3 Monate vorher den digitalen Zwilling kriegst geliefert, ja, der schon alles beinhaltet, Steuerung, DNA der Maschine, Kinematik. Du kannst den Postprozessor schon optimieren, anpassen. Den ganzen Prozess kannst du schon im Vorfeld machen und nicht erst dann, wenn die Maschine im Haus ist. Wenn die Betriebsmittel auch schon digital sind. Ja. Genau. Ja. Du kannst schon deine ersten Programme einfahren. Ja. Das heißt, sobald die Anlage in Betrieb geht, bist du startklar. Ja. Das heißt, was sonst noch da Monate, Wochen, Monate dauert, bis du deinen Postprozessor am Laufen hast. Einfachphase, komplett auf Null. Reduziert? Genau. Nahezu wahrscheinlich. Genau, das heißt, ich verschiebe meinen ganzen Anlauf von der Anlage, kann ich einfach verschieben in die virtuelle Zeit. Ja. Und bin schon startklar, wenn die Maschine betrieben wird. Weil meistens sie wissen, jetzt kommt die Anlage, dann fährt das noch, dann kommt es schon spät, die Aufträge sind schon da. Es ist eine Unruhe da und ich bringe eine wichtige Komponente schon mal weg, dass ich mal die ersten Programme schraube. Und mein CAM-System ist schon gestimmt. Ja, das heißt, der Postprozessor ist schon fertig ausbessert, ja, weil es ist von null weg passt er nie. Ja. Es sind immer Kundenwünsche da, die man einpflegen muss und so weiter, auch wenn man die Maschine schon mal gemacht hat.
Das Ganze ist halt ein Anlaufprozess, also normal ist, und den kann man eigentlich schon in die vorverlegen. Und somit hast du eigentlich meistens schon das System bezahlt. Bezahlt ist ein guter Stichpunkt. Gibt es welche, die sich vielleicht von den Kosten, dass das Ding kostet ja Geld am Ende des Tages. Ist das ein Thema? Oder ja, kann man es beim Investor Maschine nicht, ist das nicht ein minimaler Beitrag sozusagen? Du sagst es richtig, es ist oft ein minimaler Beitrag bei einer Investormaschine, aber es ist ein zusätzlicher Invest, ja, und ein zusätzlicher Beitrag, und es ist immer so, man schreibt meistens eh schon das Budget oder hat schon überschritten, weil du musst dann Werkzeuge, Sparmittel und musst ja auch dazu bestellen. Und dann kommt noch, das kommt meistens dann im Hinterher, dass man sagt, naja, eigentlich also eine virtuelle Maschine war vielleicht interessant für uns, und dann ist aber schon der Topf zu vom Budget, und man muss wieder ein neues Budget aufmachen. Also das ist immer ein Thema. Ja. Im Nachhinein wäre dann ja ideal, wenn der Maschinenhersteller das schon im Portfolio mit anbieten könnte, genau. Oder? Ja, es war fast verpflichtend. Verpflichtend. Klar, muss ich das sagen. Nee, man nimmt ja den Kunden, ist klar, als Eigennutzen, aber am Ende des Tages nimmt man den Anwender ja nicht die Verantwortung weg, aber unterstützt man ihn am Weg zur Digitalisierung dadurch. Genau. Man nimmt ihm das ab. Das ist ja genau der Beitrag, den er zu leisten hat in Zukunft. Ja. Und ich verstehe es auch, wenn er sagt, ich kann komplette Software liefern. Ich hab mir die Leute dazu, wie soll ich das supporten und. Ja. Aber, und das ist auch unser Konzept, das wir jetzt haben, ist, wir haben eine Plattform, die heißt Jackie Before. Und der Maschinenhersteller hat gesagt, ich liefere mein digitales Abbild der Maschine dir, lieber Kunde, mit, und du kannst es in JackieBevore einpflanzen. Ja. Wenn du das noch nicht hast, die Plattform, die kannst du auch über uns beziehen. Ja. Und den Support und die Betreuung übernehmen wir. Weil es gibt ja dann meistens noch die Möglichkeit, und das haben wir mit unserem System, wir können jederzeit andere Maschinen auch noch einbinden. Ja. Das ist ja auch ganz wichtig, weil wenn jetzt da jeder Maschinenhersteller kommen würde und sagen, ja, über Lösung, einen digitalen Zwilling, dieser Software, wo Sparmittel, Werkzeuge einpflegt werden müssen und die Maschinen, und dann kommt der nächste Maschinenhersteller, ja, aber auch Software, wo ich dasselbe machen, und dann der nächste, fünf Software, und wie wirst du die wieder in der IT-Infrastruktur implementieren und so weiter. Also das heißt, das macht nicht für Sinn, meines Erachtens. Mit welchen Partnern arbeitest du jetzt schon zusammen? Wir haben eigentlich eine fixe Kooperation mit EMCO schon seit, wie gesagt, 2000, dann haben wir die Firma Weingärtner, die auch die Software mit der Maschine mitvertreibt. Seit kurzem haben wir die Firma Korea an Bord. Wir sind ja kurz vorm Abschließen noch mit anderen sehr namhaften Werkzeugmaschinenherstellern. Okay. Also das Ganze fängt jetzt an, so richtig fortzunehmen. Also die Unternehmen, die Werkzeugmaschinenhersteller haben auch gemerkt, dass sie sowas benötigen, oder? Ja, genau. Vielleicht nochmal zu checken, bevor, es sind eigentlich zwei Applikationen. Das ist einmal das First Step und einmal das Giant Leap. Im Check Before First Step hast du die Möglichkeit, hast schon mal die Maschinenkinematik zur Verfügung. Das heißt, da hast du mal den digitalen Zwilling mal in einer Form ohne Steuerung. Ja. Und du kannst aber deine ganzen Sparmittel schon einbringen, deine Werkstücke, deine Werkzeuge, und kannst schon mal im Vorfeld eine Machbarkeitsanalyse machen. Du hast noch keinen Strich am Kamm gemacht, aber du kannst das Werkzeug nehmen, bei Drag und Drop in die Spindel reingeben, und dann nimmst du das Werkzeug und führst es entlang vom Werkstück. Ja. Kannst einschwenken, kannst auf 5-Achsen simultan drüber fahren, du drehst das Werkstück ab. Und siehst schon, gibt es eine Kollision, muss ich vielleicht meinen Kopf noch mit dran, oder wie komme ich da rein, brauche ich eine größere Verlängerung, geht es also mit die Achsbegrenzungen aus. Und das ist schon ein Tool, was auch OEM-Partner, also Maschinenhersteller, gerne verwenden, um Analyse zu machen, Machbarkeitsanalyse mit dem Kunden schon im Vorfeld, also im Pre-Sales-Bereich. Ja. Und das heißt, das wird da auch schon stark eingesetzt bei sehr vielen schon mittlerweile. Und der nächste Schritt ist dann eben die Maschine dann zu versehen mit der Steuerung, zu verbinden und die DNA dazu zu fügen. Und dann ist eigentlich digitale Zwilling wächst da genauso wie in der Realität. Also ich baue meine Maschine zusammen, baue die Achsen ein,
dann kommt die Steuerung und dann verknüpft die Steuerung, so wächst das eigentlich. Und das heißt, von der Pre-Sales-Phase bis hin dann zur Maschinenauslieferung hat der OEM ein super Tool in der Hand, wo er den ganzen Prozess eigentlich mit dem Kunden schon gemeinsam analysieren kann. Interessant. Kann es ohne diese Systeme, da spreche ich jetzt die Digitalisierungstools an, die du jetzt erklärt hast, und auch natürlich die Automatisierungslösungen, die es jetzt schon gibt, das heißt einfache Lösungen oder halt integriert über Roboter, die Teile, Paletten handeln, kann es ohne dem in unserer Region überhaupt noch funktionieren? Jein. Ja, natürlich, es gibt gerade im Stahlbau große Schweißkonstruktionen und so weiter, das wirst du nicht so schnell mit Roboter und so weiter handeln können. Und gerade bei solchen Sachen gibt es halt sehr viele Vibrationen, die entstehen und. Klar, die kriegt man immer besser in den Griff. Es gibt schon super Systeme, so Dämpfungssysteme, die man auf die Werkstücke anbringen kann. Also, das heißt, das entwickelt sich weiter. Es wird auch dann irgendwann diese Automatisierung kommen. Aber gerade so im klassischen Zerspannungsumfeld der Maschinencenters und Multifunktionsmaschinen, ich glaube, da wird es auch eine Automatisierung nicht mehr. Aber bei sehr komplexen Bauteilen geringen Losgrößen, Einzelteilfertigungen. Ja, ich meine, das andere, da haben wir schon lange automatisieren. Ja. Das ist ja eine Riesenserie, die läuft zur Turnkey-Projekt. Das ist ja ist auch spannend, aber wenn das einmal läuft, dann läuft es mehr oder weniger. Übrigens, auch da haben wir jetzt erst unlängst einen Kunden gewonnen. Mhm. Ja. Und das war auch spannend, ja, weil der hat gesagt, der hat gekauft eine Maschine für ein Turnkey-Projekt und da läuft dann ein Teil 5 Jahre lang drauf. Und hat sich für das JGB vorgekauft. Ja. Okay. Nur zum Einfahren des Teils. Ja. Er hat gesagt, in der Zeit, wir programmieren das, wir optimieren das. Und nun bis sonst die Maschine läuft, nur in der Phase hat sich das Tool gerechnet. Mhm. Braucht es dann für die Maschine wahrscheinlich nicht mehr. Außer es kommt ein neues Werkzeug, wo er sagt, er kann jetzt andere Schnittwerte fahren, neue Zustellungen, muss umprogrammieren. Ja, dann braucht er vielleicht noch mehr, aber in der Regel ist es dann für die Maschine. Vermutlich, er verwendet es für ein neues Bauteil und tut es geringfügig ummodellieren. Genau. Und er kann natürlich JGB4 dann für andere Maschinen auch noch nehmen. Das ist auch so eine Sache. Aber wie gesagt, diese Losgrößen, wieder zurückzukommen auf die Frage, diese komplexen Teile mit kleinen Losgrößen, es wird nur mehr so gehen. Ja. Weil, sagen wir beim Facharbeitermangel, du hast kaum mehr Leute, du musst jetzt die wenigen Leute, die du hast, die das Wissen haben, die musst du einfach besser einsetzen. Und im Endeffekt bleibt dann nur mehr ans Über, dass jemand das Tür öffnet, das Tür ausspannt, anders einspannt und wieder den Knopf drückt. Und wer würde das machen? Ja. Es gibt spannende Sachen zum tun. Ja. Ja. Wie sind wir deiner Meinung nach da im weltweiten Vergleich hier in Zentraleuropa, ich spreche in Dachraum an, Österreich, Deutschland, Schweiz, sind wir da im Vergleich international aufgestellt? Also ich glaube, dass wir noch immer sehr gut unterwegs sind, international, wobei ich sehe schon gerade in China, dass die da extrem Gas geben, das hätte ich nicht geglaubt. Ja. Wir waren jetzt in Kontakt mit Maschinenhändlern, die unsere Software entdeckt haben und das im chinesischen Markt verkaufen wollen. Und da habe ich so Präsentationen gesehen oder mit Kunden so Meetings gehabt, oder? Meetings, ja große Meetings und wie interessiert die Leute das an? Und auch die haben Facharbeitermangel. Ja. Glaubt man nicht, aber das ist so. Ja. Wobei, Facharbeiter, ich sage immer, Facharbeiter in Zentraleuropa und Facharbeiter im chinesischen Raum muss man ein bisschen schon differenzieren. Das muss man unterscheiden. Okay. Aber auch da haben sie schon zu wenig und die wissen auch, wohin die Reise geht und investieren da schon ordentlich. Also wir müssen uns sputen. Ja. Dass wir den Vorsprung an Know-how, dass wir den ausnutzen können und das Ganze ins Laufen kriegen. Halten und aber auch wieder ausbauen, oder? Genau. Ich glaub, genau. Ja, wir müssen die nächsten Schritte. Der Vorsprung ist reduziert worden in den letzten Jahren. Jahrzehnte sogar. Ist richtig, aber das Know-how ist noch da und man muss schauen, bevor die Know-how-Träger in Pension gehen, dass wir das. Das Know-how transformieren und auch speichern, oder? Irgendwo. Genau, digitalisieren. Ja. Digitalisieren. Ja. Ja. Sind wir wieder bei dem Thema. Genau. Ja.
Blick in die Zukunft, wie schaut deiner Meinung nach so eine Fabrik der Zukunft in 15, 20 Jahren aus? Oder wie soll es deiner Meinung nach ausschauen? Wo muss die Reise hingehen? Wie gesagt, wir haben es ja schon erwähnt, wir wollen es auf jeden Fall digital abbilden, die ganzen Fertigungsprozess. Das heißt, das gehört orchestriert vom Büro aus, wenn man so sagen darf. Und natürlich dann in die Fertigung überspült. Das heißt, man wird dort Fertigungszellen haben mit Robotern, mit B- und Entladesystemen und dann natürlich den ganzen Materialfluss, dass der dementsprechend gesteuert ist. Aber dafür braucht es natürlich auch gewisse Umstrukturierung. Das heißt, man muss auch viel mehr Feedback kriegen von den Maschinen. Das heißt, damit die auch zeitgleich verarbeitet werden können, Prozesse optimiert und gleich wieder die Maschine wieder optimiert wird. Das heißt, die Kommunikation der realen Maschine mit der virtuellen, die muss ständig da sein. Das heißt, die in Echtlaufzeit werden dann diese Prozesse immer wieder geprüft, analysiert und optimiert. Das ist auch die Zeit, die Entwicklung parallel dazu, dass ich mache einen digitalen Zwilling. Es muss ja auch die Werkzeugmaschine weiterentwickeln, die muss feinfühliger werden, die muss viel mehr Informationen bringen. Weil im Endeffekt, was passiert jetzt, das vibriert, der Maschinenbediener geht gerade an die Botte, dreht sich Vorschub, bis das vorbei ist und dann läuft er wieder weg. Und das könnte man wahrscheinlich auch ohne Bedingung machen. Mit Intelligenz, KI angesprochen. Ja, da braucht es keine KI in dem Fall, weil bei Drahtschneidemaschinen hast du das schon längere Zeit. Das heißt, wenn die in eine Ecke reinfährt und nicht mehr den Vorschub fahren kann, dann reduziert es den Vorschub, fängt mit der Puls tut anders pulsen, bis das aus der Ecke herauskommt und dann fährt er ganz normal weiter. Klar, es ist natürlich Spindel, die 2000, 5000 Umdrehungen und so weiter und ein ganz Werkzeug, da bis das da was reagiert, ist wahrscheinlich schon das Werkzeug ab. Aber wie gesagt, da braucht es mehr. Passieren ja schon Sachen. Es gibt natürlich schon Aufnahmen, die gewisse Sachen an die Steuerung übermitteln und dementsprechend die Maschine reagiert. Da gibt es Sensorik, sehr wichtig. Sensorik, genau. Und das ist die parallele Entwicklung dazu, zu der digitalen Welt, dass eben die Systeme dann miteinander kommunizieren können. Und wir sind nicht so weit weg. Es sind einige Stellschrauben, an denen geschraubt werden muss. Und ich glaube, es muss einmal die Zeit her, wo man sagt, so und jetzt muss passieren, weil sonst haben wir verloren. Ist wie immer, dann man lässt sich lange Zeit und dann wird es einen riesen Schub geben und ich glaube, es ist nicht mehr so weit weg. Ja, dass die Unternehmen was tun müssen, ist das eine, aber es braucht einmal die Forschung, die Entwicklung. Am Standort hier in Österreich, wie siehst du das gerade aufgestellt? Ja. Also da muss ich sagen, sind wir sehr glücklich in Österreich. Wir sind sehr, sehr gut aufgestellt. Der Dr. Fritz Blecher, ein Namenskollege von mir, in der TU Wien, im Fertigungsinstitut, die sind da riesig gut aufgestellt, haben, glaube ich, an die 20 Maschinen oder mehr und machen da sehr viel in dem Bereich. Nutzen Check It Before, okay. Auch mit Vibrationsdämpfen, die Aufnahmen haben schon Sachen entwickelt und so weiter. Also da passiert sehr viel und da haben wir einen sehr guten Namen. Esprit kommt ja aus der USA und die haben auch Dr. Fritz Blecher kennengelernt, dazu mal in USA bei einem Vortrag und haben zu mir gesagt, ich habe so einen Vorreiter in Österreich sitzen und ob ich bei ihm gelernt habe, so mehr oder weniger, weil wir ungefähr dieselben Ideen haben. Und auch wir als Firma Pimpel, die Esprit von Österreich aus sehr gefordert haben mit neuen Sachen und innovativen Dingen. Also da sind wir schon sehr gut aufgestellt. So. Kurze Zwischenfrage noch. Esprit, du bist meines Wissens sehr oft Reseller of the Year waren für Esprit. Was hat das bedeutet, als österreichisches Unternehmen so eine Auszeichnung zu bekommen? Ja, eigentlich hat mich das schon geehrt, sage ich erst einmal. Ich meine, grundsätzlich bin ich, sind wir so erwartet und so weiter, nicht so, sind wir nicht so wichtig, aber auch für meine Mitarbeiter ist das immer wieder sehr motivierend gewesen, als dann in USA dann geehrt wirst als größter Reseller oder mit dem meisten Umsatz. Und wir haben auch Awards gekriegt, weil wir sehr viele innovative Sachen eingebracht haben. Und eigentlich in den letzten 10, 12 Jahren waren immer wir on stage. Und unsere Kollegen haben immer gesagt, ja,
immer eher über den Arm, aber es ist, ja, das war so, ja. Das ist immer gut. Österreich auch in diesen Bereichen einmal führend ist, oder? Genau. Sonst gewinnen immer die Deutschen. Oder oft zumindest. Ja. Ja. Gibt es ein paar spannende Projekte, auch speziell mit Jacket bevor, über die du berichten kannst? Mhm. Ja, möchte eins erwähnen, ein großer Maschinenbauer in Österreich hat mit uns damals in die 2006, glaube ich, war das, mit uns, hat die Auswahl an uns, hat die Entscheidung uns, hat sich für uns entschieden, ja. So mehr oder weniger. Ja. Und damals war schon die Idee da, das CAM zu integrieren in die IT-Landschaft. Also ihr habt das CAM-System liefern dürfen, sozusagen. CAM-System okay. liefern dürfen und für die war auch schon wichtig, den NC-Code so sauber wie möglich hinterher nochmal zu simulieren. Ja. Damals haben die gesagt, wir brauchen eine NC-Code-Simulation und wir sind dazu schon mit JackGPT4 angereist. Und was da wichtig war für die auch, die Integration in der IT-Landschaft. Also nicht nur CAM, Postprozessor, von mir als virtuelle Maschine und dann an die Maschine, sondern die wollten den ganzen Arbeitsfluss abgebildet haben. Mhm. Und das war da zumal spannend, weil da also der IT-Leiter, und der Phil war da zumal schon sehr weit, was seit hier. Du hast den Namen genannt übrigens, Firma Phil. Firma Phil, ja. Sehr bekannt. Ja. Die waren da zum Beispiel schon sehr weit, was die IT anbelangt hat. Da waren da zum Beispiel in der Firma überall Internet-Terminals, dass die Mitarbeiter ins Internet gekommen in der Pause und sie informieren haben können und so weiter. Also die waren da IT-mäßig schon sehr gut aufgestellt im Engineering-Bereich. Ja, und jetzt wollten sie eigentlich dann auch in der Fertigung weiter fortsetzen. Und der IT-Leiter hat sich eigentlich einmal so eine Woche, zwei Wochen zu einer Werkzeugmaschine gestellt und geschaut, was so die Leute zu tun haben, um die Maschinen ins Laufen zu kriegen. Und war ganz verwundert, was die dort leisten eigentlich. Ja. Eben, wie gesagt, da kommt der ASCII-Code und der fährt den Einzelsatz ab und muss schauen, wo geht die Reise hin mit der Maschine. Und da hat er eigentlich erkannt, dass, und auch, wie kommen die Daten an die Maschine. Ja. Und dann hat er eigentlich mal geglaubt, ja, hat schon eine gute IT-Infrastruktur in der Firma, aber in der Fertigung, wie so oft, wenn dann die Tür aufgeht, hört die IT auf. Ja? Also, ist übertrieben. Mhm. Und da war eben die Herausforderung, das natürlich zu verbinden mit der ganzen IT-Infrastruktur. Das heißt, wir haben das Esprit ins MES eingebunden, eine Verbindung zum Dokumentenmanagement geschaffen, dass wo die Teile herkommen, die Werkzeugvoreinstellung mit eingebunden, sodass der Mann der Maschine dann hat nur mehr ein paar Barcodes eingelesen, gescannt und das NC-Programm ist übertragen worden, die Werkzeugkorrekturen sind übertragen worden und mit einem nächsten Barcode hat das optimierte NC-Programm wieder zurückgespielt. Also all das haben wir da zumal so umgesetzt. Und eigentlich schon mit in Kombination mit JacketBeef war. Das war eigentlich ein sehr, sehr spannendes Projekt. Das ist eigentlich visionär zu dem Zeitpunkt. Kann man so sagen. Ja. Und interessant war das, und für mich war es deswegen so spannend, weil ich dachte, okay, jetzt haben wir ein Konzept, das können wir jetzt Copy und Paste bei anderen Betrieben auch machen. Nein, war nicht, so. Okay. War nicht so. Also da war viel, man muss sagen, muss den richtigen Kunden auch treffen. Ja. Die haben gesagt, okay, wir verlassen uns auf euch und wir helfen und wir wollen einfach nur ein gemeinsames Ziel haben, dass keiner mehr. Also sie waren auch vielleicht Entwicklungspartner damals so für euch. Genau. Ja, okay. Ja. Und wir wollen immer haben, dass jemand hergeht und ein Werkzeug vermisst am Vorstellungsgerät und ein Pickel ausdruckt, wo eine Zahl draufsteht und an die Maschine geht und das reinklopft. Ja. Weil das war da zumal so und ich glaube, dass sogar in manchen Betrieben noch immer so ist. Ja. Ja. Und interessant war auch das, den Voreinstellungsgerät gibt es einen Postprozessor, wo du deine Werkzeugdaten dann so ausgeben kannst, damit du die Steuerung einlesen kannst. Mhm. Und weder der Siemens noch der Heidenheimer haben funktioniert. Ja. Okay. Das heißt, die haben erst angepasst werden müssen. Mhm. Ja. Das war für mich ein Zeichen, dass das noch nie jemanden gebracht hat. Die waren zwar immer dabei, diese Konverter, aber die hat keiner gebracht. Mhm. Ja. Ist heute aber schon State of the Art. Mehr genau. Oder genau. Ja. Ja. Das heißt, was du eingangs gesagt hast, ein Unternehmen muss über den Tellerrand hinausblicken, nicht ein Softwareprodukt für die eine Lösung implementieren, sondern schauen, was kann ich noch oder was will ich noch in Zukunft machen. Das war beim Phil damals so. Genau, ja, das war für den auch ganz wichtig. Und
Die haben dazu, glaube ich, 250 Mitarbeiter gehabt, jetzt haben sie über 1000 ja. und den Umsatz, weiß nicht, zehnfacht, keine Ahnung. Das heißt, du brauchst da mehr Maschinen, ja. Ja, um das zu bewältigen und so weiter. Und im Endeffekt war dann jede weitere Maschine ein Plug and Play, ja, so wie der Maschine nach der anderen angeschlossen wie ein Drucker. Ja. Wir haben das sind genauso mitgelaufen wie die anderen Maschinen und das ist, hat wunderbar funktioniert. Ja. Und, super. Auch in Deutschland, glaube ich, habt ihr ein super Projekt. Super, ja, Referenz. Das haben wir gerade momentan gerade ein größeres Projekt in Arbeit. Das ist auch länger Kunde. Der hat, ich sage mal, vor 5, 6 Jahren, da haben wir der Vorstand, haben sie eine neue Maschine gekriegt, der hat das Ganze beobachtet. Ja. Und da haben wir mit ChatGPT vorher natürlich die virtuelle Maschine schon vorher angeliefert worden. Und die haben gesehen, wie schnell eigentlich eine Maschine abgebaut war, die andere aufgebaut und sofort produktiv war. Und da ist die Entscheidung getroffen worden, es kommt keine Maschine mehr ohne virtuelle Maschine, also ohne einen digitalen Zwilling. Mhm. Und die stellen jetzt die Fertigung ganz komplett um. Das heißt, ich glaube, die haben gut 100 CNC-Maschinen. Okay. Und die werden sukzessive jetzt ausgetauscht in automatisierte Anlagen, ja, und auch vom Bearbeitungskonzept komplett, was vorher an 2, 3 Maschinen basiert, soll jetzt auf einer Maschine basieren. Das sind sehr, ja, sehr komplexe Maschinen. Und da ist auch das Thema. Welche Branchen ist die Firma tätig? Im Maschinenbau. Ja, aber die Bauteile liefern Sie? Nein, die bauen selber Maschinen. Okay, ja, okay. Und brauchen die Bauteile für die eigene Maschine. Und ja, ist eigentlich so, dass die Anlagen sollen seit 2024 in Betrieb gehen. Das heißt, die müssen sämtliche Teile, die sie an die herkömmlichen Maschinen gemacht haben, und muss man dazu sagen, das Unternehmen ist schon sehr modern aufgestellt gewesen bis jetzt, müssen sie jetzt umprogrammieren, komplett umprogrammieren, weil wenn dann die neuen Anlagen in Betrieb gehen, muss das gleich laufen. Wie jeder Bauteil neu gefertigt. Da reden wir von 500-600 Bauteilen, ja, pro Maschine jetzt, ja, was dann kommt. Irrsinnig viele Programme. Genau. Und das heißt, die Aufgabestellung ist, die Maschine jetzt im Vorfeld zu liefern, mit der Automatisierung, wohlgemerkt. Okay. Und damit die die Sachen jetzt dann dementsprechend... Das heißt, die Bauteile werden vorher schon programmiert, jetzt bevor die Maschine überhaupt ins Haus kommt. Genau. Wir entwickeln jetzt zurzeit den digitalen Zwilling parallel zum Maschinenhersteller. Weil die Maschinen sind auch noch nicht fertig. Ja. Okay. Die werden zum Teil auch immer konstruiert, weil es Sonderlösungen sind. Das heißt, wir kriegen dann immer dementsprechend auch den neuen Stand der Maschine und der Steuerung und schauen, wie läuft das auch schon, die Bauteile und so weiter. Und das Ganze die Maschinen sollten jetzt digital, zumindest so im Dreh herum Jänner geliefert werden, komplett fertig, und ab dann beginnen die dann voll zu programmieren, bis das dann die Anlagen im Betrieb gehen im Sommer nächsten Jahres. Somit ist das schon die Fabrik der Zukunft dort? Das schaut schon sehr gut aus. Ja. Ja. Wir haben mit der Firma auch ein interessantes Projekt mit dem Fraunhofer-Institut umgesetzt. Ja. Das war im Vorfeld schon, das heißt, am Rüstarbeitsplatz, ja, wird dem Rüster vorgescannt, ja, was er wohin platzieren muss. Das heißt, er weiß vielleicht noch gar nicht, wie seine Aufspannung im Ende ausschaut. Das heißt, werden in Leerschichten wird den hinprojiziert auf seine Ortsfläche, wo muss er welchen Spanner montieren. Über Monitore oder? Über Kamerasystem. Ja. Okay. Und er sieht es natürlich auch am Bildschirm, aber es wird ihm auch hinprojiziert, wo er was hinspannen muss. Ja. Und dann sieht er auch, mit wie viel Newtonmeter das anziehen muss. Das heißt, das ist ein digital unterstütztes Rüsten. Ja. Und das war, das kann ich nur jedem empfehlen, dass er es einmal anschaut, weil ich weiß nicht, wie das jetzt vertrieben wird von Fraunhofer, weil eigentlich ist das Produkt fertig gewesen. Eben noch. Das ist mehr noch Research, aber das war fertig. Wir haben unseren Beitrag geleistet, dass wir auch über ChatGPT dann die ganze Aufspannung dem so geliefert haben, layermäßig, damit er das dann dementsprechend auch umsetzen kann. Und das war letztes Jahr das Projekt und das hat von Anfang an eigentlich schon funktioniert. Und das Unternehmen hat das jetzt im Einsatz? Klar. Ja, Wahnsinn. Bisher super interessant für mich natürlich. Was würdest du abschließend unseren Zusehern, unseren Zuhörern nun mitgeben auf dem Weg in die digitale Zukunft? Gibt es ein paar Dinge, die du da sagst, okay, unbedingt, so müsst ihr in die Richtung denken? Also
Das Wichtigste ist einmal, nicht zu warten, loszulaufen, ja, und ein bisschen Mut zum Risiko, weil im Endeffekt ist kein Risiko da. Und es ist auch nicht, so komplex, wie man glaubt, ja, dass man jetzt dann Schalter umlegt und so weiter, sondern es ist ein sukzessiver Prozess. Und jetzt schon beginnen, die Daten zu digitalisieren, sprich, wir haben es ja eingangs erwähnt, das ganze Environment, Spannmittel, Werkzeuge einmal digital zu erfassen, dass ich einmal alles zur Verfügung habe, und dann beginnt eine gewisse Eigendynamik, und in dem Moment, wo ich das habe, dann habe ich viel mehr Möglichkeiten, ne? dann kann ich mir anfangen zu spüren auf dieser Plattform, und der Erfolg wird sich sehr schnell einstellen. Also, wie gesagt, das ist nicht kein komplexer Prozess, und es macht das Ganze nicht schwieriger, sondern es hilft uns in der Zukunft, die Dinge schneller und einfacher zu bewältigen. Mhm. Super Schlusswort. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir für deine Ausführungen, für deine Ideen, für deine Visionen. Wünsche auch viel Erfolg noch für weitere Projekte. Mhm. Und jetzt, glaube ich, ist die Zeit, anzustoßen. Was trinken wir? Das ist ein Zweigel von einem Lagenzweigel vom Rosenberg. Ja. Das ist eigentlich einer der besten Lagen in Carnuntum. Ja. Mhm. Von da kommt er her. Ja, die Reben wachsen auf einem schottigen, kalkhaltigen Boden. Ja, also perfekt eigentlich für den Zweigel. Das ist ja das Schöne in Göttersbrunn oder in Carnuntum. Wenn ich da vielleicht ein bisschen was erzählen darf. Ja, gern. Wir haben da durch die Donau vom Norden her sind sehr schottrige Böden, und wir sind schon sehr nah am Burgenland. Wir haben auch sehr tiefe Böden. Das heißt, wenn du die richtige Reben am richtigen Platz platzierst, hast du immer vom frischen Weißwein bis hin zum sehr tanninhaltigen, sanften tanninhaltigen Rotwein kannst du alles ernten. Und in dem Fall, das geht auch schon ein bisschen so da fängt schon der Marielle in der Wald an. Das heißt, du hast schon ein bisschen kühlere Nächte, dann hält es ein bisschen die Säurestruktur, und wird nicht so ein vollmundiger, schwerer Zweigel, sondern hat eine schöne Länge und ein schönes Tannin. Also mir schmeckt das sehr gut. Dann freue ich mich drauf. Robert, danke. Zum Wohl, danke Fritz.